Digitale Transformation im Unternehmen. Grenzenlose Leichtigkeit oder ein Sprung ins Ungewisse? Diese Frage möchte ich in den kommenden 15 Minuten hier erörtern. Animiert zu dieser Fragestellung hat mich der Blickwinkel der kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU. Sie bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Sie erwirtschaften den größten Teil des Bruttoinlandsproduktes und sie sind auch definitiv größter Arbeitgeber. Rein statistisch gesehen sind 2/3 der hier Anwesenden in der einen oder anderen Form Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. So sollte man jetzt meinen, dass die KMUs auch die Protagonisten sind bei der digitalen Revolution, bei der Transformation in die digitale Welt. Dem ist bedauerlicherweise nicht so. Ganz vorne dran stehen prominente Namen großer Unternehmen oder von Weltkonzernen, die sich dort besonders hervortun. Der kleine Unternehmer, insbesondere der Handwerksunternehmer, ist sehr skeptisch, zögerlich, scheut das unternehmerische Risiko, hat Angst vor großen Investitionen in Technologien, in neue Technologien und natürlich schwingt auch mit die Sorge, die eigenen Ressourcen gar nicht dafür zu haben und diese entsprechend zu entwickeln. Folglich, auch unseren Befragungen zufolge, sagen die meisten Unternehmer, ja, ist eher nichts für uns, ist was für große Industrieunternehmen. Nun, dies halte ich für eine fatale Fehleinschätzung. Denn ich denke, gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben in der digitalen Transformation die enorme Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht nur zu sichern, sondern weiter auszubauen und auch damit eine Möglichkeit zu schaffen, die Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig und nachhaltig zu sichern. Nun, ich möchte diese These, die ich hier in den Raum stelle, zunächst einmal mit einem kleinen Beispiel untermauern, ein Beispiel, das ich aus meinem ganz, ganz privaten Umfeld mitgebracht habe. Und zwar haben sich meine Frau und ich Anfang des Jahres dazu durchgerungen, das in die Jahre gekommene Kinderzimmer unseres 14,5-Jährigen etwas peppiger zu gestalten. Und in der Folge haben wir uns einige Möbelhäuser angeschaut, haben uns auch einige Möbelstücke ausgesucht. Aber da gab es dann doch so eine Wandnische, die war nicht so ganz ohne. Und da haben wir uns dann doch an den Tischler unseres Vertrauens gewandt. Der kam dann auch recht prompt. Und ich möchte das jetzt mal als den Tag Null bezeichnen. Da kam er zu uns, bewaffnet mit einem Block, mit einem Bleistift, mit einem Messband. Hat sich unsere Vorstellungen und Wünsche angehört, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, hat dann Maß genommen und hat so ein paar Fragen noch gestellt und dann ist er wieder von dannen. 2 Wochen später dann kam er wieder mit seinem Angebot und da war er ganz stolz. Da kam er mit einem Rendering, einem 3D-Rendering und hat mir das gezeigt, Das macht er nur für ganz besondere Kunden, denn das kostet ganz viel. Da muss er die digitalen Daten aufbereiten, das muss er einem externen Designer geben. Und also, das hat er also besonders betont und ich schaue dann auf den Preis in dem Angebot und dann wusste ich, den zahle ich, nicht er. Gut, mein Blutdruck ist dann ein wenig gestiegen. Ich habe dann mit ihm doch etwas heftig verhandelt und schließlich und endlich sind wir uns einig geworden. Wir haben uns auf einen Preis geeinigt. Dann ist er weiter, hat also die Herstellung angestoßen, es wurde dann zu produzieren begonnen und es ist ein Unternehmen, das ich seit einigen Jahren kenne, das hat Maschinen natürlich, aber ansonsten ist doch sehr manueller Prozess. Als erstes gibt er dann seinen Auftrag in ein technisches Büro, dort wird es gezeichnet, es werden NC-Programme erstellt und dann beginnt die Produktion. Naja, so nach etwa gut sieben Wochen, also Tag 0 plus 7 war er dann soweit, dann kam ein Anruf, die Monteure könnten jetzt kommen, wunderbar, Anfang der 8. Woche würden sie dann da sein und beginnen das aufzubauen. Kamen 2 junge Monteure,
sind gleich in das Zimmer, wir hatten schon alles weggeräumt, haben dort ihre Werkzeuge aufgestellt, die ganzen Platten, Beschläge und so weiter, ein Tohuwabohu, und wollten beginnen, dann schließlich das aufzubauen. Nun, weit kamen sie nicht, denn sie mussten feststellen, die Platten waren falsch zugeschnitten, und murmelte einer so, ja, müsst ihr jetzt nochmal wieder zurück, der Chef hat sich da wohl vermessen. Dann sind sie unverrichteter Dinge abgezogen und standen erst mal da. Das verging ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Am vierten Tag hat dann meine Frau gesagt, jetzt rufst du aber an, denn so geht es nicht. Wir müssen ja das Zimmer irgendwann wieder benutzen können. Dann kam wieder mit etwas erhöhtem Blutdruck mein Anruf und ja, also was jetzt los wäre, oh, Entschuldigung, das ist sein Fehler, tut ihm furchtbar leid und jetzt ist auch noch ein anderer Auftrag zwischen reinkommen. Aber nächste Woche kommt es dann ganz bestimmt. Dem war dann auch so. Tatsächlich kamen dann die Monteure, haben das schließlich und endlich ordnungsgemäß eingebaut. Das Zimmer wurde fertig und ich war auch sehr zufrieden damit. Nun, wenn ich jetzt das Revue passieren lasse und mir vorstelle, dass dort, sagen wir mal, 15 Minuten effektiv Kundengespräch geführt wurde, vielleicht eine Stunde, eine Viertel effektiv wertschöpfend produktiv gearbeitet wurde und dann nochmal 2 Stunden montiert wurde, dann komme ich zwar auf einer 10-wöchigen Auftragsdurchlaufzeit auf etwa 1% wertschöpfende Zeit. Und in einer Google-aufgeklärten Gesellschaft, die ja hier auch versammelt ist, da können wir uns sehr schnell ausrechnen, dass ich wahrscheinlich in der Perspektive zu viel bezahlt habe, trotz guten Verhandlungsergebnisses. Nun, wie könnte so etwas nach einer digitalen Transformation anders ablaufen? Jetzt stellen wir uns einen Moment vor, 10 Jahre weiter, derselbe Tischler hat die digitale Transformation vollzogen. Und er würde sich wieder bei mir präsentieren und in dasselbe Zimmer betreten und auch dort dieselbe Wandnische vorfinden. Der Ablauf wäre ein gänzlich anderer. Er würde reinkommen, als erstes würde er mal sein Gerät aufstellen für die digitale Aufmaßnahme. Das schaltet er ein und währenddessen zieht er sein Tablet aus dem Koffer und schaut sich mit meiner Frau und mir verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Module an, Farben, Furniere, Beschläge. Währenddessen, ein paar Sekunden später, ist die Messung vollzogen, wird automatisch auf das Tablet rübergesandt und per Drag and Drop zieht er diese Auswahlen dort rein. Es bildet sich schon bereits der Schrank in der Nische. Und dann reicht er meiner Frau und mir eine Brille, Augmented Reality Brille, die setzen wir uns auf und siehe da, wir stehen schon bereits vor dem fertigen Schrank, natürlich nur virtuell, und können noch Änderungen vornehmen. Wir können den Schrank virtuell öffnen, wir können reinsehen, wir können sehen, wie ist die Einteilung, wie sind die Schubladen, wir können die Farbe bestimmen, wir können sie ändern und das machen wir alles online. Nun, wir sind begeistert, ich möchte wissen, wann können wir den liefern? Er macht eine Echtzeitabfrage mit seinem automatisierten Produktionsunternehmen und stellt fest, ja, aufgrund der Auftragslage und der Größe dieses Auftrags, wir könnten wahrscheinlich am Freitag in der Früh um 8 Uhr zum Montieren kommen. Gekauft, passt. Preis möchte ich noch gerne wissen. Ja, hat sich auch im Hintergrund aufgrund der ganzen parametrisierten Daten schon berechnet, natürlich auch zu teuer. Aber wir verhandeln wieder und wir kommen auf ein Ergebnis und ich schließlich unterschreibe dann digital auf diesem Tablet. In dem Moment wird bereits die Produktion bei ihm in der Tischlerei ausgelöst, er geht zum nächsten Kunden, währenddessen produzieren die bereits. Die Platten werden aus dem Lager ausgelagert. Ein autonomes Fahrzeug bringt es an die jeweilige Maschine. Ein Roboter greift diese Platten, schneidet diese schon richtig zu, werden dann von einem Fahrzeug weitertransportiert. Sie kommen auf eine Lackieranlage, Furnieranlage und so weiter. Schließlich und endlich wird es dann von einem Roboter bereitgestellt zum Transport. Die 2 Monteure kommen pünktlich am Freitag in der Früh um 8 Uhr, haben alles korrekt dabei. Ich werde noch vorher per WhatsApp automatisch benachrichtigt. Achtung, sind Sie auch wirklich zu Hause? Die kommen jetzt um 8 Uhr. Und schließlich wird es montiert. Kein Fehler ist passiert. Die Daten haben ja alle gestimmt. Die waren komplett. Es wurde alles wunderbar zusammengestellt. Für alle eine Win-Win-Situation. Und vor allem, es wurde durch diese digitale Transformation in kurzer Zeit doch sehr viel mehr Wertschöpfung geschaffen, das Zehnfache an Wertschöpfung geschaffen, wenn man es auf die Zeit bezieht.
Nun, alle wie gesagt zufrieden, ich als Kunde, weil ich personalisiert ein Produkt, ein individuell gestaltetes Produkt in kurzer Zeit bekommen habe. Mein Tischler natürlich zufrieden, er hat Kosten und Zeit gespart und trotzdem einen ganz guten Schnitt gemacht. Er ist auch wettbewerbsfähiger geworden, denn jetzt kann er auch in den Wettbewerb mit den Standardmöbeln treten. Und seine Mitarbeiter, die haben einen sicheren Arbeitsplatz in einem völlig anderen Kontext. Die haben sich weiterqualifiziert, sind befähigt worden in digitalen Medien und sind heute vielmehr dann, beziehungsweise in 10 Jahren, dann befähigt, vor allem an der digitalen Weiterentwicklung seines Produktportfolios zu arbeiten. Also für alle eine Win-Win-Situation. Schöne neue Welt. Ist diese neue Welt möglich? Gelingt diese digitale Transformation? Und was muss getan werden, damit diese wirklich zu dieser grenzenlosen Leichtigkeit führt und nicht ein Sprung ins Ungewisse wird? Nun kommen wir wieder zurück in die heutige Zeit und überlegen mal, welche Dinge müssten dort passieren. Natürlich ist jedes Unternehmen unterschiedlich. Jedes Unternehmen hat seine Eigenheiten. Wir können das nicht über einen Kamm scheren und die Technologie alleine wird uns nicht weiterhelfen. Aber ich möchte Ihnen heute Abend 3 wesentliche Kernpunkte ans Herz legen, die zur Bewältigung dieser digitalen Transformation führen, helfen. Erster Punkt. Unsere Kundschaft in dieser Google- und Amazon-orientierten Welt wird immer digitaler, ist in der Lage, sich schnell über neue Preise, über neue Leistungen und so weiter zu informieren. Ist also aufgeklärt, digital aufgeklärt. Und wir als Unternehmen müssen diese Welt unserer Kunden atmen. Das heißt, wir müssen ihre Individualität in den Vordergrund stellen und wir müssen als Unternehmen in der Lage sein, mit unseren Kunden in einen digitalen Austausch zu treten und ihre Wünsche möglichst schnell und personalisiert darstellen. Zweiter wichtiger Punkt, unsere Mitarbeiter. Erfolgreiche digitale Transformation kann nur erfolgen, wenn Sie frühzeitig Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen. Sie sind, sie waren und sie werden vor allem in der Zukunft Ihre wichtigste Ressource sein im Unternehmen. Natürlich müssen die Mitarbeiter in dieser digitalen Transformation auch ihren Nutzen erkennen und sie müssen rechtzeitig dafür befähigt werden, diese digitale Transformation auch mitzumachen. Wenn eines dieser beiden Kriterien nicht gegeben ist, dann werden sie Angst bekommen, werden es ablehnen und die digitale Transformation wird scheitern in ihrem Unternehmen. Nehmen Sie also Ihre Mitarbeiter mit, machen Sie Betroffene zu Beteiligten und machen Sie nicht Beteiligte betroffen. Dritter wesentlicher Punkt. Last but not least, die individuell erarbeitete digitale Strategie Schritt für Schritt umsetzen. Nun, das allererste, und das ist jetzt nichts ans Digitale gebundene für ein Unternehmen, ist es eine ganz klare Zielsetzung zu erarbeiten und daraus eine Strategie ableiten. Das gilt bisher und auch in Zukunft für die digitale Transformation. Dazu müssen Sie sich 3 wichtige Fragen beantworten. Erstens, kann ich mein Produkt oder meine Dienstleistung digitalisieren? Zweitens, kann ich meine Prozesse digitalisieren? Und drittens, nicht zuletzt, kann ich vielleicht mein gesamtes Geschäftsmodell digitalisieren? Wenn Sie diese 3 Fragen für sich beantwortet haben, dann können Sie daraus eine zukunftsorientierte Strategie ableiten und es ist dann die Aufgabe, diese Schritt für Schritt umzusetzen. Machen Sie das frühzeitig, starten Sie frühzeitig damit, dann bleibt Ihnen Zeit, es Schritt für Schritt umzusetzen. Sie sehen sich keiner Hektik ausgesetzt. Denn dann, wenn Sie das beherzigen und Schritt für Schritt umsetzen, dann wird die digitale Transformation tatsächlich zu grenzenloser Leichtigkeit für Ihr Unternehmen und für Ihre Mitarbeiter und keinesfalls ein Sprung ins Ungewisse. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mr. Dominik Matz.